Hey liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play Romancing Saga 2 für die PlayStation 4. Ich habe hier, wie angekündigt, vor Seyfrieds Haus aufgeräumt und es war ein Krampf. Also wirklich, dieses Spiel versucht einem wirklich mit aller Kraft jegliche Chancen, die man hat, zu nehmen. Ist auch der Punkt, warum ich gerade nachdenke, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich diesen Part hier aufnehme, ist noch nicht mal der erste Part des Let's Plays hochgegangen. Und ich bin gerade stark am Überlegen, ob ich den dann wirklich überhaupt hochlade und das ganze Projekt nicht einfach sein lasse. Aber nein, erstmal nicht. Es ist halt schon schön. Es hat seine coolen Seiten und wie gesagt, es hat unfassbar viel Potenzial, dieses Spiel. Das Problem ist einfach nur, ganz kurz 2-3 Minuten Talk. Ich habe das schon mal angesprochen in einem Part von Gothic 2. Da war einer mit der letzten Parts, glaube ich, irgendwo zwischen. Ich glaube, über Part 60 irgendwo. Da hatte ich mal angesprochen, worauf ich, wenn ich Videospiele spiele und bewerte und meine Meinung dazu abgebe, worauf ich da besonders viel Acht gebe, worauf ich was für mich besonders wichtig ist, Wert lege. Genau, danach habe ich gesucht, besonders viel Wert lege. Da habe ich unter anderem, weil auch Gothic 2 so seine Momente hatte, an dem es einfach so unnötig bescheuert doof schwer war, also nicht so, oh ja, okay, das ist jetzt übelst die Gefahrenstelle oder übelst der Superboss, deswegen muss das jetzt mal richtig schwer sein. Sondern einfach, ach, okay, du musst hier storymäßig weiter. Ich stell dir einfach 20 Gegner in den Weg, gegen die du nur nach tausendfachen Probieren mit ständigen Reloads und mit etlichen Toten und Itemverschwendungen vorbeikommst, weil es anders nicht geht, weil ich das so sage, weil ich bin ja der, der das Spiel gemacht hat. Ich finde das witzig. Und da habe ich auch angesprochen, dass Schwierigkeitsgrad oder hoher Schwierigkeitsgrad für mich was ist, was ganz, 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 ganz weit hinten ansteht, wenn es darum geht, worauf ich bei Videospielen Wert lege. Weil für mich ist es eher, gerade im Let's Play, frustrierend und halt so unnötig frustrierend, wenn irgendwas halt die ganze Zeit nicht hinhaut, man alles die ganze Zeit so bescheuert schwer ist. Ich meine, jeder Gegner hier aktuell macht so viel Schaden, dass er einen meiner Charaktere mit 2 Schlägen ausnocken kann. Die meisten Dungeons, in die ich mal gegangen bin, da sind mittlerweile keine Gegner mehr. Ich kann auch nicht wirklich farmen. Okay, gut, diesen einen Weg da zwischen den beiden Schlössern, den habe ich übersprungen, aber hätte ich das nicht gemacht, wäre mein Bär jetzt wahrscheinlich tot. Weil Leute, die hier sterben, sind ja konstant tot. Daher ist es manchmal vielleicht gar nicht so doof, auch ein paar Kämpfen aus dem Weg zu gehen. Wenn man nicht wieder einen vollkommen skilllosen Charakter von vorn dann mit reinnehmen will. Und das war eigentlich erstmal jetzt nicht mein Ziel, gerade weil Bär gerade wirklich verdammt viele gute Taktiken hat. Und er ist auch jetzt einmal wieder gestorben, glaube ich. Nee, das war Gerard, stimmt. Das war erst gestorben. Und es gibt Spiele, bei denen ist ein hoher Schwierigkeitsgrad gut. Mir fällt spontan allerdings noch ein Franchise ein, das ist das Souls-Franchise, also Demon's Souls, Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Bloodborne zähle ich mal noch dazu. Oder auch ähnlichen Spielen, sowas wie Lords of the Fallen und The Surge oder dergleichen, Code Vein wahrscheinlich dann auch. Da ist es einfach so, der Schwierigkeitsgrad, damit wird ja das Spiel beworben und der trägt auch unfassbar viel zur Atmosphäre bei und zum Gameplay. Weil wenn so ein Spiel leicht wäre, dann wäre das Gameplay, glaube ich, auch fast schon einfach todlangweilig, könnte ich mir vorstellen. Keine Ahnung. Das ist einfach die reine Atmosphäre da und es ist, wie das Spiel sein will, sein soll und angepriesen wird und beworben wird. Allerdings bei Spielen wie hier, das ist ein cooles JRPG, ich habe halt jetzt besonders gerade eben den Vergleich, weil ich die letzten Tage hier, wie gesagt, I Am Setsuna auf Platin gespielt habe, was ein großartiges JRPG war, ein großartiges JRPG. Und bis auf ein paar hauptsächlich optionale Bosskämpfe hatte I Am Setsuna wirklich keinen sehr hohen Schwierigkeitsgrad. Also ich erinnere mich an, glaube ich, 3 Kämpfe, die ich
ein zweites Mal probieren musste oder bei denen ich ein bisschen wirklich mich reinknien musste, dass ich jetzt eine super Taktik habe, damit es auch funktioniert. Zwei davon waren optional, nee, alle drei davon waren sogar optional. Das heißt, wenn man die Story und die Geschichte genießen möchte, hat man in diesem wunderbaren JRPG die Chance, von Anfang bis Ende durchzukommen, ohne die fetteste Challenge und unfairsten Gegner zu haben. Ich meine wirklich, jeder Gegner hier, es gibt hier zwei Typen von Gegner in diesem Spiel. Nein, drei Typen, sorry. Drei Typen von Gegner. Gegnertyp Nummer 1 steht einfach nur sinnlos dabei rum, macht wenig Schaden, ist mit zwei Schlägen tot, ist quasi einfach nur da, um den Raum zu füllen. Typ Nummer 2 macht so viel Schaden, dass ich mit zwei Schlägen tot bin, ohne groß was dagegen machen zu können, weil selbst wenn mein Charakter verteidigt, genug Schaden durchgeht, um mich mit vielleicht zwei, drei Schlägen zu killen. Während Heilitems und sowas hier eine Rarität sind. Ich habe zwar den Zauber jetzt mittlerweile, aber den kann ich auch nicht ständig benutzen, weil dadurch gehen die MP verloren. Und wenn die verloren sind, dann müsste ich irgendwo schlafen gehen. Aber wenn ich dann wiederkomme, sind alle Gegner wieder da. Das heißt, es bringt dann einfach auch nichts. Und Gegnertyp Nummer 3, die, die dich mit so vielen Statuseffekten zupumpen, dass du einfach, obwohl du stark genug wärst, diese Gegnergruppe zu besiegen, einfach plötzlich gefickt wirst und dich am Ende noch selbst killst. Ich rede hier speziell von Confusion, Schlaf, Gift. Das Gift macht ja hier auch nicht irgendwie so 20 Schaden pro Runde, sondern halt mal irgendwie 70 oder so, wenn meine Leute 300 maximal haben. Und dann schlägt noch einer, der 320 Schaden macht, noch einmal mit drauf. Ja, witzig. Witzig, hahaha. Ja, das ist einfach für mich gerade so ein Punkt, an dem ich gerade überlege, einfach warum? Also ich meine, muss das wirklich sein? Ist das nötig? Ich finde, der Schwierigkeitsgrad trägt hier in keiner Weise zur Atmosphäre bei, zerstört die Atmosphäre sogar nur noch viel mehr. Ich meine, klar, okay, die Welt ist im Arsch und alle haben gebetet, dass die sieben Helden kommen, weil nur die stark genug sind, alle Monster zu vertreiben. Okay, verstehe ich storytechnisch, dass die Monster hier also nicht so ein One-Hit-Dinger sind, die du also einfach mal eben so wegplättest, wenn du gehst. Okay, verstehe ich. Aber so zusammen mit dem ganzen Gameplay und dem Spielprinzip finde ich die Gegner einfach nicht, also vom Balancing her nicht gut designt. Ich will mich allerdings jetzt nicht das ganze Let's Play über das Balancing von Romancing Saga 2 beschweren, denn es gab schon mal ein Let's Play, bei dem ich mich konstant über das gesamte 70-Part lange, fast 70-Part lange Let's Play über das schlechte Balancing beschwert habe. Das war Gothic 2. Und daher möchte ich jetzt nicht noch ein Let's Play damit kaputt machen, sondern wir gehen jetzt einfach weiter. Denn wie gesagt, mir macht das Spiel ja Spaß und ich finde es vom Prinzip wirklich toll und habe auch echt immer Bock drauf. Aber es muss doch irgendwie eine andere Möglichkeit geben, Schwierigkeit oder Challenge oder Atmosphäre oder irgendwas in das Spiel einzubringen, ohne es frustrierend zu machen. Also ich meine, frustrierend auf eine Weise, die nervt. Es gibt so ein paar Frustfaktoren in Spielen. Ja, die gibt es immer in jedem, in vielen Spielen. Dafür gibt es Spiele. Ja, damit die nicht eben einfach nur, ja, ich drücke zwei Knöpfe und dann ist das Spiel gewonnen sozusagen. Okay, logisch, das verstehe ich. Eine gewisse Challenge muss irgendwie da sein, irgendein Hindernis, damit das Spiel wirklich spielenswert ist, sage ich mal. Aber wie gesagt, es gibt dann irgendwo Grenzen. Und das ist für mich jetzt gerade was, das läuft an der Grenze entlang. Überschreitet sie noch nicht so sehr, dass ich sage, okay, fick dich Spiel. Das muss ich ehrlich sagen. Sonst würde dieses Let's Play gerade nicht stattfinden. Aber wie gesagt, es ist äußerst, äußerst grenzwertig. Ich bin ja nur auch nicht der Älteste. Ich gehöre ja noch etwas zu den Jüngeren. Zwar nicht zu den 2000er Jüngeren oder so. Bisschen älter dann doch schon. Aber zu denen, die jetzt erst mit so PS1, PS2 groß geworden sind. Ja, was ist das denn hier? Oh, ne, Moment, das geht auch anders.
Und nicht so mit, keine Ahnung, SNES. Wo es vielleicht noch normaler war, dass die Spiele auch mal ein bisschen schwerer waren. Von dem, was ich gehört habe zumindest. Das ist ja nur diese scheiß Gegnergruppe. Moment, nee, ich will eine andere. Die ist mir zu doof. Das ist okay. daher bin ich generell auch, glaube ich, vergleichsweise zu anderen Leuten, die besonders dieses Spiel hier 1993 gespielt haben, wahrscheinlich weitaus empfindlicher für Frustration aus Videospielen. Das ist mir auch durchaus bewusst. Das hat mir mein Bruder schon häufig gesagt. Wie gesagt, mir ist es durchaus bewusst, dass ich relativ schnell gefrustet bin von Spielen und wahrscheinlich eben, wie gerade gesagt, weitaus schneller als Leute, die mit Spielen dieser Generation groß geworden sind. Ja. Ich meine, es liegt nicht an dem Spielgenre, ja, sonst würde ich das ja nicht spielen. Ich meine, so eine Titel wie die alten Final Fantasies habe ich ja auch alle gespielt und geliebt und dergleichen. Aber es gibt halt welche, das ist halt wirklich so merklich. Man kann das manchmal wirklich so verallgemeinern, dass ältere Spiele schwerer sind. Oder eben, weil da war einfach, ich weiß jetzt nicht 100% woran es liegt. Ja, ich kann ja auch nur so Vermutungen anstellen. Oder hier und da mal was übernehmen, was ich da und da mal gehört habe. Aber man muss doch einfach sagen, Gaming war früher wahrscheinlich auch einfach weitaus weniger casual. Beziehungsweise das vielleicht nicht mehr unbedingt, aber die Spiele wurden halt nicht so casual designed für casual Gamer. Sondern ja, eben für die anderen. Und mittlerweile ist es ja, ich meine, man merkt das ja, wenn ich jetzt, also ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde zum Beispiel behaupten, dass es früher jetzt nicht unbedingt so war, dass sich die 11- und 12-Jährigen und 10-Jährigen bei ihren Eltern ausgeheult haben, dass sie bitte den neuesten Kriegsshooter haben wollen. Unbedingt. Ja. So beispielsweise. Und da muss es halt, es muss halt alles einfach mittlerweile an den Markt angepasst werden. Das ist ja immer so. Und ich. Und ich glaube. Ja, was heißt, ich glaube, ich weiß, dass es eben. Ach, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Keine Ahnung, ich habe total den Faden verloren. Auf jeden Fall waren Spiele früher weitaus weniger verzeihend, als sie so heute sind. Und das merkt man ja hier. Die ficken dich lieber mal tief ins Arschloch, statt dir entgegenzukommen. Dieses Spiel hier kommt mir nicht entgegen, das muss man ja mal sagen. Außer, dass wenn alle tot sind, nicht gleich Game Over ist. Ja, große Klasse. Dann lade ich aber lieber, danke. Und ich muss mal kurz mein Headset richten. Ach. Ja, von meiner Let's Play-Methode kommen wir auch nicht gerade entgegen. Goblin Sword, ja danke, ist nur leider scheiße. Sorry, das tue ich mir nicht an. Ich habe keine Ahnung, was es mit den Gegnern auf sich hat, deswegen werde ich hier tatsächlich einfach auch nochmal reinrotzen. Aber nicht zu viel jetzt verschwenden, weil ich bin mir sehr sicher, dass jetzt gleich noch ein Boss kommt und da kann ich nicht ohne SP reingehen, das muss man ja auch mal sagen, wie es ist. Daher ein bisschen draufrotzen sehr gern, aber dann noch nicht übertreiben. Da Verteidigung 177, Verteidigung 79. Das waren zwei verteidigte und er ist zwei verteidigte Attacken. Sogar nicht mal mit Parry, sondern durch seine wirklich Defend-Verteidigung. Und er ist im kritischen Zustand. Noch ein Treffer, wahrscheinlich egal, ob verteidigt oder nicht, würde ihn töten. Das ist... Sorry, ich vergaß, dass es da unten ein Werwolf ist, der Hypnosis kann. Wo wir wieder bei dem Typ Gegner sind. Der hält nicht viel aus. Der kann nicht viel. Aber der kann Hypnosis machen. Und wenn dann ein anderer starker Gegner dabei ist, dann machst du gar nichts mehr. Deswegen mache ich jetzt auch mal einen Smash auf ihn. Einfach, damit er weg ist.
Jetzt hoffe ich einfach mal, dass die Heilung dafür sorgt, dass er jetzt nicht stirbt. Tomahawk. Er fokussiert 310! Das ist zu viel! Es ist einfach zu viel! Ich meine... Hä? Warte mal bitte kurz, Gegner. Ich muss ja einmal speichern, ja? Jetzt können wir nochmal. Nein, die Gegnergruppe, die ist zu viel. Also alles mit mehr als... mit zwei oder mehr Ogern ist too much. Sorry. Da meine ich nicht mit. Das ist auch scheiße, aber es ist vielleicht erträglich. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht mehr hier die ganze Zeit Double Cutten und so. Ich muss jetzt anfangen mit normalen Angriffen. Sonst schaffe ich den Boss gleich nicht. Ganz einfach. Sundern kann ich vielleicht noch ein bisschen. Und einen Shock Rush, damit der gestunt ist, könnte ich vielleicht auch nochmal riskieren. 220. Ja, das ist doch wirklich einfach. Nee. Ja, jetzt ist er gestunt, der große Klasse. Der greift natürlich, greift er mehr an. Gut, dass ich gerade eben gespeichert habe. Dann was tue ich natürlich richtig, laden. Nein, auf gar keinen Fall. Vielleicht lasse ich diesen Gegner einfach links liegen. Gucken wir an, was in den Truhen ist. Vielleicht auch nicht. Ich muss halt hier nochmal Fähigkeiten verbrauchen, sonst schaffe ich den Kampf nicht. Danke. Oh Mann. Da, und der links ist jetzt einer von diesen Gegnern, der macht keinen Schaden, hält ein oder zwei Angriffe aus und ist einfach nur da, um den Platz zu füllen. Wirklich, diese drei Typen Gegner. Okay, gut, sorry, ich vergaß. Es gibt noch einen vierten Typ Gegner. Bosse. Aber die... Oh, so fein, cool. Aber die zählen, glaube ich, eher so zu der zweiten Kategorie. Dankeschön. Und das mit allen überlebt. Das ist ein Wunder. Rubber Souls. Hier ist bestimmt ein Hurensohn drin. Nee. 90.000 Crowns, das kann ich gebrauchen. Was sind denn Rubber Souls? Wo habe ich denn die her? Boost Speed, Ward Lightning. Ich glaube, ich muss mal generell kurz ein bisschen über das Equipment hier schauen. Dir gebe ich jetzt mal kurz die. Boah, die ist richtig stark. Die ist ja stark. What the fuck? Die ist ja richtig stark. Jetzt? Was ist denn der Bogen? Wo habe ich denn das her? Also ich weiß wirklich gar nicht mehr, wo ich die her habe. Keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach mal kurz Bär geben und dann mal gucken, wie der damit reinhaut. Weil eigentlich ist das ja One-Handed-Level, ne? Oder ist das was Neues? Ist Axt was Neues? Das wäre dann natürlich doof. Keine Ahnung, wo ich die habe, aber ich bin zufrieden damit, dass ich sie gefunden habe. Hallöchen. Okay, wir probieren jetzt mal ein bisschen. Du probierst mal die Viking Eggs. Wie viel Schaden machst du damit? Weil die ist laut den Statuswerten stärker als das Großschwert von James. Deswegen nehme ich jetzt mal bitte kurz nicht stunnen.
Okay, gut. Verstehe. So viel Schaden also. Aha. Was sagt man dazu? Aber ich glaube tatsächlich, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, dass das ein neuer Wert ist, oder? Ja, ich glaube, der gehört zu dem da oben rechts. Och, nee, das sind jetzt nicht schon wieder hier die Türwächter. Das haben wir doch schon mal im letzten Dungeon durch. Also das haben wir doch jetzt wirklich schon mal durch. Okay, wie viel Schaden macht jetzt die Viking-Axt? Das werde ich doch in dem Kampf jetzt wohl mal rausfinden, oder? Bitte. Uah. Antwort ist nein. Das ist wirklich einfach so ein Witz. Das ist echt. Alter. Aber jetzt wirst du es doch wohl mal machen können, oder? Bitte. Ich flehe dich an. Ja, okay, du machst jetzt natürlich keinen Schaden damit. Weil du da die Statuswerte entsprechend nicht hast. Aber das jetzt extra aufzuwerten, glaube nicht, dass sich das noch lohnt. Bis du tot bist. Sagen wir es mal, wie es ist. 225. Kritischer Zustand für meinen Hauptcharakter. Der ja auch endgültig sterben kann. Darf man nicht vergessen. Poison Liquid ist uncool. Alles gut. So, jetzt könnte ich theoretisch in den Raum da unten. Da gehe ich auch erstmal rein, weil ich sehe, dass da kein Teleport ist. Da oben, wo die Schlange war, da sieht es mir aus, als wäre da ein Teleport hin. Oh, ich clear den Raum offscreen, oder? Ja, kurzer Cut, ey. Meine Ohren tun weh. So, ein bisschen geklärt habe ich mal. Ich bin aber auch schon wieder einmal Game Over gegangen, also komplett Game Over. Hier habe ich jetzt gerade ein paar Untote besiegt und wollte jetzt mit euch mal gucken, was hier Schönes drin ist. 120.000 Crowns sehr gern. Und Sweatsuit sehr gern. Was auch immer es damit auf sich hat. Mhm. Das ist ein starker. Könntest aber auch du gebrauchen. Und dann stattdessen ihm mir den Protective Suit geben. Ja. Und Moment mal, hattest du nicht auch voll die starke Steel-Arme oder so? Die könnte dann ja jetzt noch jemand anderes tragen. Der ist noch immer relativ schnell tot. Du hier, ne? Oh, die ist gleich gut. Ich dachte, die wäre besser. Gut. Dann wird an der Stelle nochmal gespeichert. Ich bin gerade richtig ausgerastet. Und wenn ich schon sehe, dass da drüben gleich so einer ist, wie der hier gerade, und wenn da wieder der Nosferatu kommt, dann kann ich gleich wieder Tschüss sagen. Daher probieren wir einfach mal, gucken, was gleich passiert. Und ansonsten werde ich da so lange fliehen und neu kämpfen, bis wieder die zwei Revenants kommen, gegen die ich gerade gekämpft habe, weil die kriege ich auch tot. Anders als der Nosferatu. Also wirklich, ich habe das ja gerade aufgenommen, nur halt nicht mit reingeschnitten. Vielleicht schneide ich hinten ran nochmal ganz kurz den Kampf gegen den Nosferatu. Einfach weil, ja, der zeigt sowas von in a nutshell, was ich meinte. Also es ist ein Witz, dieser Gegner ist einfach nur der Joke schlechthin von dem Spiel, wirklich. Also ich kenne noch nicht die Endgame-Gegner, will ich vielleicht auch gar nicht kennen. Ich sag mal so viel, zu dem Zeitpunkt hier jetzt gerade steht die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass ich dieses Let's Play abbrechen werde, aber ich werde natürlich
soweit es geht, weitermachen. Und hört doch einfach mal auf mit der Scheiße, wirklich. Oh. Gut, kann ich wieder laden. Schon zum 100. Mal heute. Ja. Oh, meine nicht so vollkommen beschissene Gegnergruppe. Auch schön. Oh Mann, ich hatte gehofft, dass ich mich, dass ich jetzt nach Gothic 2 erstmal so 100 Projekte lang oder so mich nicht wieder konstant aufregen muss, aber es ist schon so weit gekommen, dass ich gerade parallel in den Kämpfen Instagram offen habe und durchscrolle, weil das interessanter ist als diese Frustration in den Kämpfen. Also zumindest hier gerade wirklich, der Dungeon ist ja wirklich die Spitze des Spiels aktuell. Also ich weiß nicht. Also wenn es irgendjemanden gibt, der dieses Spiel, dieses Let's Play gerade aktiv verfolgt und dem das gefällt, bitte schreibt mir das in die Kommentare, weil sowas gibt mir dann immer nochmal einen Motivationsschub. Aber wenn da nichts kommt, ist auch wieder so wirklich keinen interessiert, dann weiß ich auch nicht, ob ich mir das noch antun muss hier. Also probieren wir die Gegnergruppe mal aus, aber ich werde höchstwahrscheinlich gleich wieder fliehen und oder laden müssen. Ich meine, es ist immerhin kein Nosferatu, das heißt, es ist schon mal... Oh, sieht mit den AP sogar halbwegs machbar aus. 15 Schaden, ne? Hey, den Kampf könnte ich ja vielleicht sogar schaffen. Aber Nosferatu wirklich, das ist der Witz in Person an Gegnern in diesem Spiel. Das ist... Also ich verstehe es nicht. Aber was soll's. Eigentlich mag ich es ja, wie gesagt. Nur die Gegner sind... Also es ist halt wirklich einfach nicht gebalanced. Das muss man ja wirklich mal sagen. So, ist hier wieder irgendwo ein Imitator drin. Nochmal viel Geld und ein Wormslayer, dankeschön. Was ist denn ein Wormslayer? Ein Schwert. Ein starkes Schwert. Das nehme ich gerne mit. Vielen Dank. Damit ist mein Gerard jetzt auch mal wieder stärker. Theoretisch doppelt so stark, aber so wird es nicht sein. Okay, wo führt mich das hier? Oh. Das sieht doch nach Seyfried aus, da unten. Oder wie auch immer der hieß, ich hab's wieder vergessen. Seyfried, ja. Oder Seyfried, wie auch immer. Das sieht doch... Nein. Nein, nicht drei dieser Gegnergruppen. Das ist nicht... Das ist nicht... Das passiert nicht, oder? Killing... Was ist ein Final Strike? Destroys Weapon. Attack by releasing the power... of your weapon. Okay, also das kann ich nur mit dem Wormslayer machen. Das ist eine waffenexklusive Attacke quasi. Die zerstört die Waffe aber. Aber macht vermutlich damit auch sehr viel Schaden. Das ist jetzt nicht euer Ernst, dass die Viecher jetzt hier schon wieder so viel aushalten, oder? Ach komm. Beast Slayer. 248, der lebt immer noch. Was? Ach, Leute. Ich kann keine SP jetzt verbrauchen. Oder ich kann, aber ich sollte nicht. Das ist echt nur noch lächerlich gerade. Dann 58 ist mehr, als mein stärkster Charakter insgesamt hat, oder? Und das ist ein normaler, ein random Gegner, der einfach mal so in den Kampf kommt. Also, ich weiß nicht, wirklich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist so... Also... Ne, das ist doch ernsthaft nur noch lächerlich, oder nicht? Balancing ganz, ganz, ganz klein geschrieben. Gut, dass das passiert ist, weil ich wollte nicht, dass Bär für Minz jetzt seine Dinger da aus
Was gibt's an SP? Und das Problem ist, wir haben da unten jetzt noch drei dieser Typen. Bevor ich den Boss überhaupt wirklich approachen kann. Okay, das sieht doch schon mal besser aus. Na wobei, da hinten ist halt ein Vikar. Ich weiß nicht, ob das so viel besser ist. Keine Ahnung. Hauen wir einfach drauf und hoffen das Beste. Vor allem, dass meine SP dann noch für den Boss reichen. Weil ich möchte die nur ungern nochmal auffrischen. Mit einem Item. Hör doch auf. Genau, das hast du davon. Auf noch. So, der Vikar ist aber immer noch dran, ne? Ne, ist er nicht. Okay, gut. Ja, einfach alles da drauf. Das ist, glaube ich, ganz klar. Danke. Jetzt muss ich mal versuchen, weil der nächste Kampf beginnt jetzt gleich, weil der nur ein Feld weit weg ist, ob ich nochmal kurz fliehen und speichern kann. Sehr gut. Bevor ich mich mit ihm anlege. Weil da könnten einfach wieder drei Vikars kommen. Ich muss noch mal kurz mein Headset richten, meine Kopfhörer schon wieder weh. Aber erstmal hier. So, da bin ich wieder. Kopfhörer gerichtet, die tun immer noch weh, aber der Part ist ja zum Glück gleich nach dem Bosskampf vorbei. So, jetzt haben wir das Problem, dass Bär wieder jemand von uns angreifen wird. Wer wird es heute sein? Ja, ihn stunst du jetzt natürlich nicht. Du hast jetzt nicht ernst, ich hasse dich. Damit habe ich jetzt, glaube ich, kein normales Highlight mehr, sondern noch die beiden Quality-Bombs. Gut, dass ich mittlerweile das Moonlight habe, sonst hätte ich jetzt definitiv geladen. Also ohne Frage. Das ist so ätzend, dass die wirklich Items benutzen können. You're a thorn in my side, I was to rule Cumberland. Then offer it up to the seven heroes for a chance to gain eternal life. Now everything is ruined because of you. Anything with life is meant to perish. Repent for your twisted dream of eternal life. I don't need to be lectured by the likes of you. The seven heroes aren't the only ones you've crossed. I'll offer your head as a gift to win their favor. Drei Killing Machines. Das ist nicht wirklich. Nicht wirklich wahr, oder? Ihr witzlosen Bastarde. Ja, einfach alles raufhauen, was geht. Auch wenn ich gleich richtig zerfickt werde von denen, weil die machen ja mehr Schaden, als ich AP habe. 250. Das ist einfach... Nee. Natürlich, der Boss hat die Fähigkeit, meine komplette Gruppe zu confusen. Oh, der erste von den drei Gegnern, die nicht mal der Boss sind, ist tot. Ach komm. Bla, macht was. Das ist ein Witz.
Also echt. Mir fehlen die Worte dafür. Mir fehlen jegliche Worte dafür. Also ich probiere es nochmal. Bla, 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 bla. Oh, das ist sogar random, welche Gegner der dabei hat. Das ist gut, weil diesmal ist nur eine Killing Machine dabei. Zwar auch ein Elder, keine Ahnung, was der kann, aber nur eine Killer Machine ist so unfassbar viel wert gerade. Das gibt mir doch nochmal Hoffnung. Ich war wirklich gerade so in den Gedanken, okay, gut, Punkt, ich schaffe das Spiel nicht. Ende. Tschüss. Weil ich wusste nicht, was ich jetzt noch machen soll. So, wir müssen den jetzt einfach ganz schnell weg. Natürlich wieder Confuse auf alle. Aber es ist noch nicht der rote Confuse. Irgendwie bei dem Confuse kann ich irgendwie noch was machen oder so. Ich weiß nicht, ich habe das noch nicht ganz verstanden. Danke. So. Jetzt muss ich einmal heilen. Und weiterhin erstmal die ganzen Fotzen hier besiegen. Wenn du stirbst, ist gar nicht so schlimm, oder? Dann haust du lieber mit drauf. Nochmal, statt dich zu heilen. Kommt der Elder, der muss jetzt ganz, ganz schnell weg. Ich weiß nämlich nicht, was der kann. Oh, Horror ist nicht gut. Horror ist gar nicht gut. Jetzt haben wir da nämlich die Red Confusion. Das heißt, der ist jetzt definitiv durch. Dann hätte ich ihn vielleicht gar nicht heilen sollen. Cyclone Twist, der ist auch zweimal dran. Mhm. Ja, ich dachte, ich hätte echt Glück mit den Gegnern hier gerade, aber... Nee, das sieht nicht so aus. James ist tot, großartig. Komm, stun ihn. So nicht. Der ist tot. Großartig. Oder Dance. Ich weiß nicht, ich weiß immer noch nicht, was es ist, aber das haben die Senior-Gegner auch schon mal gemacht. Und ich will das jetzt schaffen. Selbst wenn Bär dann noch einmal ein Leben weniger hat. Das ist scheiße, aber damit würde ich jetzt noch klarkommen. Das letzte Mal, dass du Beastslayer machen kannst. Komm schon, komm schon, komm schon. Doof. Du kannst nur noch Stunner oder normalen Angriff machen. Das ist relativ klar dann. Oh,
Wieso macht denn dein Smash eigentlich plötzlich so unfassbar wenig Schaden? Ja, nein, ziemt. Ach, das ist doch nicht dein hässlicher Ernst, wirklich. Das ist. Pff. Okay, er ist tot. Ah, ne, ein Leben hat er noch, ne? Thank you, Your Majesty. George, you should be the one sitting up there. Thomas. Through happenstance, you're the king. You must accept it and fulfill your role. Don't look so perplexed. Your brother and I will conform the Crusaders. And support the Emperor in his battles with our forces. Your Majesty, may we ask your forgiveness? Of course, George. Your Majesty, I would like to offer this country to you. All right, Cumberland will be part of the Empire from this day on. Thomas, reigning Emperor, I order you bring peace to this country as its king. Yes, Your Grace. Huh. Cumberland became a part of the Empire. Danke. Befriended a Crusader. 250 years later. Was? Wieso denn jetzt 250 Jahre später? Ja, dann ist ja Gerard tot und all meine Leute von gerade. Ernsthaft jetzt. Ich kann mir leider von denen... Doch, ich kann mir dann gucken, was die so können. Naja, aber nur ungefähr. Mercenary, Ranger, Mage for Hire, Light Infantry. Jetzt alle tot, die ich kenne, oder was? Das Ding noch ein Ork hört, ja. Ja. Moment, ich speichere jetzt mal noch nicht, ja. Weil ich finde es gerade äußerst fragwürdig. Also ich speichere auf einem neuen hier mal. Also Gerard ist dann jetzt auch einfach tot. Und in 250 Jahren hat sich nichts getan. Vielleicht versteht ihr, wenn ich gerade etwas verwirrt bin. Ich will jetzt mal gucken, ob Karl noch lebt. Und ich den dann demnach rekrutieren kann. Weil ich muss mir jetzt gerade scheinbar eine Gruppe wieder zusammenbauen. Ich habe ja niemanden mehr. Wäre natürlich lustig, wenn Karl jetzt 250 Jahre später noch lebt. Ne, es ist ein neuer. Hi, wer bist du? Fritz? Ja, komm mit. Wie viele Plätze habe ich noch? Drei? Ich habe hier. Dann würde ich mir noch einen Bogenschützen holen auf jeden Fall. Keine Sorge, der Part ist sofort vorbei. Ich will nur das Team noch schnell zusammenstellen. Also einen Bogenschützen. Und dann habe ich noch zwei Plätze. Was hatte ich jetzt? Ich hatte Gerard, Bär. Die Plätze habe ich jetzt quasi vergeben. Dann würde ich mir... Also erstmal noch einen Bogenschützen. Das ist ganz klar, ganz wichtig.
Hier sind keine Bogenschützen. Bei euch überlege ich noch. Ich will mir nämlich dann erstmal einen Crusader noch holen. Und gucken, wie stark die sind. Ihr seid so jemand, wie ich schon bin. Ihr dürftet die Bogenschützen sein. Ja, dann kommst du mal mit, genau. Jetzt ist die Frage, nehme ich schon einen Magier mit oder noch nicht? Ich bin mir da gerade noch etwas unsicher. Obwohl, eigentlich schon, ne? Hallo, Kater. Hallo. Wenn ich so bedenke, gerade was die Heilung angeht. So, dann kommst du mal mit, genau. Und dann überlege ich jetzt noch, es fehlt jetzt halt entweder noch ein Krieger. Habt ihr eigentlich in diesen 250 Jahren zufälligerweise mal eine neue Formation entdeckt? So in 250 Jahren, vielleicht kommt man da mal was Neues. Nein, scheinbar nicht. Hallo. Oder hast du hier vielleicht was Neues? Was Skill Dojo? Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Also ich kann den dir hier wahrscheinlich beibringen. Was durchaus cool ist. Das gucke ich mir aber später an. Das mache ich jetzt nicht in dem Part. Wie gesagt, der Part ist sofort vorbei. Ich will nur noch ganz kurz gucken, ob ich einen Crusader anheuern kann. In Douglas. Also höchstwahrscheinlich muss ich da extra nach Douglas, aber das ist ja jetzt das weniger große Problem. Ich frage mich nur, wo soll das hinführen, wenn man seine Gruppe wirklich quasi nach jedem scheinbar großen Kapitel verliert? Und dann immer ein paar hundert Jahre vergehen. Ich meine, ich finde das Prinzip cool, den Gedanken dahinter auf jeden Fall. Nur es ist echt ungewöhnlich für ein JRPG und ist gerade ein bisschen... Es verunsichert mich, ob ich damit klarkomme oder nicht, weil... Ich habe dann einmal so vielleicht so meine Muster. Okay, der kann das und das und bla bla bla. Jetzt muss ich mich quasi wieder in eine vollkommen neue Gruppe reinfuchsen. Und das scheinbar noch ganz häufig im Spiel, weil ich habe jetzt gerade nicht mal einen dieser Helden gekillt. Sowieso. Also das ist das Einzige, wo mir jetzt gerade... Also gut, nee, okay, die Designentscheidung verstehe ich. Aber es gibt eine Sache, die mir wirklich gerade vom Sinn her... Und Thomas the Eighth. Aber der Crusader wird ja dann wahrscheinlich im... Da sein. Also der einzige Sinn, der mir jetzt gerade wirklich ausbleibt, ist... Wieso wurde denn dann bitte 250 Jahre... jetzt kein Held besiegt, sondern die wurden einfach quasi in Ruhe gelassen. So vom Prinzip, so kommt mir das jetzt gerade vor. Ein Peter. Ja, komm mit. Gut, damit habe ich meine Gruppe. Formation Imperial Cross. 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 Fritz bitte einmal tauschen mit Agnes. Ja, der Rest passt mir. Glaube ich. Die Rüstung muss ich... Lol. Die Rüstung muss ich da nochmal durchgehen, weil... Ich muss sowieso nochmal zurück dann nach Avalon. Wo ist denn der Ausgang? Und im Save sind ja jetzt die ganzen Sachen von meinen alten Charakteren, die jetzt tot sind. Inklusive Gerard. Versteht ihr es, wenn ich gerade etwas perplex bin, weil einfach 250 Jahre vergangen sind und all meine Leute tot sind? Ich hoffe. So oder so sage ich jetzt mal Tschüss für den Part und auch für meine heutige Aufnahmesession. Ich brauche eine Pause von dem Projekt, also keine Sorge, keine Let's Play Pause oder so, aber, also ich meine, ich, für heute, ich brauche für heute eine Pause von dem Spiel.
Oh Mann, ich überlege mir bis zum nächsten Part, ob ich das fertig Let's Play oder nicht. Weil es ist wirklich anstrengend. Muss man halt leider mal dazu sagen. Und das war das falsche Gebiet. Und ja, wie gesagt, ich bin gerade wirklich sprachlos. Ich weiß gerade wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich bin überrascht. Wie gesagt, das Spiel überrascht mich immer wieder. Aber ich bin gerade ein bisschen... What the fuck? Okay, ja, tschüss.